Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu SQL. Ja, dieses Mal machen wir das, was ich schon seit zwei Videos versprochen habe. Wir werden nämlich in unsere Datenbank tatsächlich auch mal Werte einfügen. So, und ja, was haben wir denn jetzt hier? Also, ich habe euch erstmal hier nochmal das Select All gemacht, und ich bitte euch daran zu erinnern nachher, dass wir hier bis ID 49 gegangen sind. Silvia Clancy sieht nicht so wichtig, wer es ist, aber dass wir eben insgesamt 50 Einträge haben. Die höchste ID ist 49. So. Und ja, etwas einfügen tun wir ganz einfach mit dem Insert into Befehl. Und da haben wir dann natürlich zunächst mal den Tabellennamen, also in welche Tabelle wollen wir einfügen. Die nennt sich hier Customer. Und dann schreibt man hier einfach Values, dann eine Klammer. Und dann kann man hier drin die Werte reinschreiben. So, ich mache jetzt hier einfach mal weiter. 50. Wie nennen wir es? Sagen wir, wir nehmen einfach hier den James Carson nochmal. Also James, ups, Carson. So, wohnhaft, nehmen wir doch mal diese andere Adresse hier, diese 107, 107, Upland PL. So. Und die ist in Dallas. So. Und ja, was das jetzt hier macht, ist folgendes. Update Count 1. Na gut, das ist jetzt nicht so relevant. Interessanter wird es erstmal, wenn ich jetzt hier wieder dieses Select All from Customers reinpacke. Und dann nach ganz unten scrolle, dann habe ich hier einen James Carson, wohnhaft in 107 PL Dallas. Und mit der ID 50 wohlgemerkt. Das ist das, was wir gerade eingefügt haben. Also so fügt man Werte ein. Ist ja relativ easy, ne? Jetzt kann man das Ganze natürlich noch ein wenig weiter bearbeiten. Falls wir nur bestimmte Werte einfügen wollen, also nicht alle Werte. Wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, wo er wohnt oder sowas. Dann mache ich hier Insert into Customer bleibt gleich. Also das hier ist der Tabellenname, der kann sich auch mal ändern, aber in unserem Fall jetzt gerade nicht. Sondern sage ich hier jetzt erstmal wo wollen wir das einfügen? Das heißt, wir sagen hier erstmal First Name, Last Name und City. So, und dann sage ich hier jetzt nicht mehr 50 und James Carson und so weiter. Also ich füge wieder den James Carson ein, weil ich jetzt gerade zu voll bin. Und das hier schmeiße ich einfach mal raus. So, und wenn ich jetzt hier Execute SQL mache, dann kommt Folgendes. Das liegt jetzt an der Datenbank. Manchmal funktioniert es, aber in unserem Fall haben wir hier einen Constraint Violation Exception, Integrity Constraint Violation. Das bedeutet so viel wie, also hier steht es genauer, was wir dann hier haben. Not null, check constraint, bla bla bla. Not null heißt, es muss was drinstehen. Und zwar in der Customer Column ID. Das heißt, wir müssen in jedem Fall eine ID einfügen. Deswegen gebe ich hier vorne dran eine ID ein. Und sage hier natürlich 51, weil das nach 50 kommt. Und dann sage ich Execute SQL und bin glücklich. Und dann kann ich hier wieder Select, upsala, All from Customer reinpacken. Und dann sehen wir hier unten, wir haben einen Nummer 51 James Carson, wissen aber die Straße nicht, in der er wohnt. Und da steht dann auch wirklich null drin. Also einfach kein Wert. Und das kommt dann auch tatsächlich überall rein. Also ihr müsst da immer gefasst drauf sein, wenn ihr damit irgendwie arbeitet, dass da mal null rauskommen kann, weil jemand da was nicht reingeschrieben hat. Ist jetzt nicht ganz so gut, dass da mal null rauskommen kann, aber wenn man es weiß, und es abfangen kann, dann kann man da durchaus noch sicherstellen, dass da nichts schief gelaufen ist. So, und ja, jetzt wollen wir natürlich dieses Null hier nicht stehen lassen. Jetzt wollen wir das Ganze noch verändern. Deswegen sagen wir hier, okay, wir updaten mit dem Befehl update. Wer hätte es gedacht? Customer. Übrigens, Enter oder sowas sind völlig wurscht in SQL. Also da kann ich machen, was ich möchte. Ja, und dann set. Also Update, dann der Tabellenname, hier Customer, dann das Schlüsselwort Set und dann sage ich meinen Column Name, den ich verändern möchte, also meinen Spaltenname,
namens Street gleich und dann der Wert, den ich setzen möchte. Haben wir noch irgendeine Straße aus Dallas? Ja, hier. 547 7th AV. Und hier könnte ich dann mit Komma natürlich noch weitere Werte setzen. Die brauche ich aber gerade nicht, weil das der einzige Wert ist, den ich updaten möchte. Ich kann natürlich auch Werte verändern, also wirklich hier den Vornamen, Nachnamen verändern. Auch natürlich Dallas kann ich verändern. Aber hier möchte ich jetzt einfach nur den Wert setzen, der hier null ist, weil ich das nicht leiden kann. Ja, und dann sagen wir hier, also hier wird es einfach jetzt wirklich bei jedem Customer diese Straße auf diese Straße, also die Straße, die hier steht, wird es immer auf die 547 7th Avenue setzen, was ja nicht so cool ist. Und deswegen brauchen wir hier noch dringend dieses Where. Und ja, da muss man dann ein bisschen überlegen, was macht am meisten Sinn hier als Where zu benutzen. Naja, wir wollen ID gleich 51 haben. Und wenn man das dann ausführt, dann kommt hier Update Count 1 und ich habe ein Select All from Customer Execute und habe hier eine 547 7th Avenue. So kann man updaten. Ja. Also ich kann da natürlich auch mehrere updaten, wenn ich jetzt hier statt... Moment, ich habe so einen Zwischenspeicher. Das war mein Handy. Wenn ich jetzt hier sage... ich sage statt ID, sage ich überall, wo First Name gleich James and Last Name gleich Carson, ups, dann update ich wirklich überall, wo James Carson drin ist, also da, da und da update ich das Ganze. Also ich zeige es euch gerade mal. Hier steht auch Update Count 3, also ich habe dreimal was verändert. Dann schreibe ich hier wieder das Select All from Customer und sehe, dass ich hier die 547 und hier auch habe. Wahrscheinlich gibt es in Oslo nicht mal so eine Straße, aber hey, darauf legen wir jetzt mal nicht so viel Wert. Gut, ja, das ist das Update, was ich euch zeigen wollte. Und dann wäre noch zu den Grundkenntnissen vielleicht ein Delete zu nennen. Das heißt, wir wollen hier, wir merken, oh, der Eintrag hier ist doppelt, den können wir uns so nicht wirklich, das ist irgendwie Schwachsinn, wenn wir einen doppelten Eintrag für den Kunden haben, deswegen wollen wir hier einen löschen. Ja, Delete from, wieder die, den Namen von der Tabelle, also Customer, und dann sagen wir hier Where, und ja, dann müssen wir hier natürlich wieder genau spezifizieren, was wir gerne haben möchten. Ich sage einfach mal ID gleich 51, weil das genau dasselbe ist wie 50. Und die 50 sollte vielleicht eher bleiben als die 51, sonst haben wir hier Lücken drin, was nicht so cool wäre. Gut, und dann führen wir das Ganze aus und kriegen wieder einen Update-Count. Und dann sagen wir hier wieder Select All from Customer. So. Und haben nur noch 50 Stück, also 51 insgesamt drin, aber die höchste ID ist 50. Gut. Ja, das waren die, die ich euch jetzt gerade diesmal zeigen wollte. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit ein paar schwierigeren Sachen. Also das waren jetzt die Grundkenntnisse, jetzt geht's weiter. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit dazu habt, dann würde ich euch empfehlen, übt das ein bisschen. Mit SQL kann man ziemlich viel Scheiße bauen. Und da kann auch ziemlich viel schief gehen bei. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und bleibt dran.